Und wenn er dran zieht, schießt er, okay? Und das gleich von der anderen Seite. Und so könnt ihr den steuern. Das heißt, jetzt Jungs, jetzt habt ihr euch mit dem Falschen angelegt. Bam. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, wir schauen uns heute mal wieder eine Strichmännchen-Animation an. Und zwar PvP-Animation versus Minecraft. Wenn euch das Ganze gefallen sollte und ihr noch Vorschläge habt für weitere coole Animationen, dann schreibt es in die Kommentare und lasst genau jetzt einen Like da, Leute. Genau jetzt, Leute. Und abonnieren auch nicht vergessen. So, ich würde sagen, wir legen mal los. Link zum Original in der Beschreibung. So, hier sehen wir schon zwei Strichmännchen, die wieder irgendwas bauen. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir heute irgendwie so einen PvP-Kampf sehen werden. Und ja, der Name von dem Video ist ja schon sehr verräterisch, muss man dazu sagen. Ne? Heißt ja PvP Minecraft-Animation. So, also wir sehen, die sind hier fleißig am Bauen. Kennt man ja. Ich habe früher auch sehr, sehr viele Minecraft gebaut, aber ne, jetzt nicht mehr. Besonders diese Anfangszeit, ne, als man mit Minecraft angefangen hat und dann Sachen gebaut hat. Ich glaube, die ist, ja, die kann man nicht ersetzen, oder? Stimmt ihr mir dazu, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, man wird sich an das allererste Bauwerk von Minecraft immer erinnern können, oder? Mein allererstes Bauwerk, was ich gebaut habe, also so etwas Größeres, was ich gebaut habe, war eine Pyramide. Weil das recht simpel war, ne? Aber gut, okay. Also, die bauen hier ein halbes Schloss, kommt mir zumindest so vor. Und, ja, obwohl rechts sieht das nach einem Haus aus, links sieht es auch nach einem Haus aus. Und der merkt jetzt irgendwas. Ey, das ist ja gar nicht von mir. Das ist gar nicht von mir. Das habe ich gar nicht gebaut. Erstmal weg mit dem Müll hier. Ah, und der will das nicht. Der sagt, nee, 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 so geht das hier nicht. Das gehört mir, ne? Was machst du da? Bist du eigentlich komplett des Wahnsinns? Ich baue hier auch mein Haus. Was soll denn der Müll? Oh, und jetzt gibt es wahrscheinlich ein Battle zwischen den zwei Fraktionen. Ich baue hier weiter. Und ich baue hier weiter ab. Und ich baue hier weiter. Und ich mache das wieder weg. Ey, und jetzt immer so weiter. Und immer so weiter. Oh, yeah. Da wird die Schlacht eröffnet. Ey, was machst du da? Greif die doch nicht an. Die sind krass drauf. 3,5 Herzen und abgezogen bekommen. Alter, jetzt geht's hier aber ab. Der blaue gegen den gelben und der orangene gegen den grünen, glaube ich, ne? Und der rote baut einfach weiter. Der denkt sich, ach, der holt sich jetzt hier Verstärkung. So läuft das hier ab. Okay. Der haut die einfach weg, Jungs. Kein Problem, ist Ehrensache. Mach ich gerne für euch, Jungs. Gar kein Problem. So, dann verteidige. Jetzt geht's hier weiter mit TNT. Alter. Oh ja, yeah. Alter. Junge, so eine Maschinenpistole mit Pfeilen. Alter, heftig, heftig. Ist hier mit Schild auch noch am Start und eine Enderperle. Oh yeah. Okay, der nimmt ihn die Axt weg, haut den auch noch einen drüber. Und die Eier fliegen ja auch. Alter, krasse Angelegenheit. Der baut sich jetzt hier so eine Art, ja, Armee auf von Schneegolems. Und der oben baut auch ein bisschen was ab. Baut sich aber mit der Enderperle hin und jetzt gibt's hier einen Kampf zwischen. Der eine hat, oh, der hat schon ordentlich Herzen abgezogen bekommen. 3 Herzen hat er noch. Bam, Alter. 3,5 Herzen hatte. Der braucht sich im, okay, die zwei brauen sich irgendwas, glaube ich. Jetzt gönnen die sich, eine Stärke. Ach, Unsichtbarkeit ist das, okay. Unsichtbarkeit. Und jetzt ist die Frage. Okay, wahrscheinlich, okay, der kommt von hinten, der kommt von hinten, Alter. Ein geiler Plan. Ein geiler Plan. Muss man auch erstmal drauf kommen. Der wird jetzt hier von... Lol, das mit der Milch war ja mega nice gemacht. Einfach so ein Milcheimer drüber, dass der wieder sichtbar wird. Was passiert jetzt hier drüben? Lol, der zerspringt das komplette Haus. Oh, war ja. Ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Ah, er ist noch hinbekommen. Und er ist down. Der Grüne ist down. Und er gönnt sich den Loot. Er gönnt sich die Sachen, die der gedroppt hat. Der denkt sich, was hast du gemacht? Du hast ihn getötet. Und ich glaube, jetzt sind sie sprachlos, oder? Hat das wirklich gemacht? Oh, jetzt realisiert er, glaube ich, was er gemacht hat. Und sammelt erstmal Holz auf. Eieieiei. Jetzt die Frage. Ich glaube, er respawnt. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt einfach gleich reinkommt und wieder respawnt ist. Oder? Oder auch nicht? Oder? Na? Ich glaube tatsächlich nicht. Oder? Was passiert jetzt hier? Was ist das? Oh, der respawnt jetzt in irgendeinem Strichmännchen. Ja, Cartoon oder wie soll man das Ganze nennen? In so einem, keine Ahnung, wo der gespawnt ist. Auf jeden Fall auf so ein Stück Papier, kann man das sagen. Sieht zumindest so aus.
Okay, der hat jetzt keine Sachen mehr, verlässt seine Umgebung und geht jetzt wieder zurück. Lol. Und da ist er wieder. Ich hab ja gesagt, Leute. Ich hab ja gesagt, er respawnt. Das war irgendwie meine Vermutung. Die Weinen schon, haben schon so einen Sarg aufgebaut. Und der denkt sich so, Jungs, was macht ihr da eigentlich? Seid ihr komplett, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ach, jetzt geht er da rein. Ach so. Moin. Leute, hat er den wieder kaputt? Nein, was machst du denn? Warum haut er den wieder kaputt? So, und es geht weiter mit einer Portion Kuchen hier, denn das ist die Folge darauf, müsst ihr wissen, Leute. So, der Blaue gönnt sich jetzt erstmal ein Stück Kuchen, der Grüne kommt dazu, der ist ja gerade gestorben und der erschreckt sich wahrscheinlich deswegen so, was machst du hier? Der will das letzte Stück Kuchen abhaben, da gibt's kein Pardon. Okay, hier ist das Kuchen, aber lass mich bloß in Ruhe. Damit das klar ist. Und der macht wahrscheinlich jetzt noch einen weiteren Kuchen. Ja, genau. Okay. Er macht noch einen weiteren Kuchen auf Ehrenbruderbasis. Oh! Da kommt einfach hier so ein Zombie-Pikmin von oben. Aber der ist natürlich down. Der Grüne ist natürlich der Retter in der Not. Er ist rausgeflogen aus dem Ordner. So, Storage. Gucken wir mal nach, was dort im Ordner ist, würde ich sagen. Also, das denken sich zumindest die zwei Stigmans. So, der erste geht rein, der zweite geht rein. Und, okay. Da ist das Höllenportal. Das Höllenportal, zack. Und die wollen da rein. Die wollen da definitiv rein. Die haben den Übeltäter gefunden. Das wird wohl die Hölle sein, ne? Ja. Okay. Also, ab geht's in die Hölle. So, da sehen wir schon, die Stigmans sind wahrscheinlich ein bisschen schockiert. Oh, hier sind mega viele Monster. Unter anderem sind hier wieder die Zombie-Pikmen. Und, okay, jetzt... sogar ein Gas ist hier am Start, was natürlich auch Sinn macht, ne? In der Hölle sind logischerweise Gas. Und gut, gucken wir mal. Was machen jetzt hier unsere guten alten Stigmen? Werden die jetzt angreifen? Achso, die dachten wahrscheinlich, der rennt auf die zu, aber in der Hölle ist es ja nur so, dass man angegriffen wird, wenn man auch die Zombie-Pigmen angreift. Außer die Gasts, ne? Die Gasts, die greifen auch so an. Aber gut. Der schaut sich hier um und baut das ab und findet etwas, ja, zum Mitnehmen. Ah, was? Das ist hier Quarz? Okay. Quarz haben wir hier? Dann bauen wir mal weiter ab, ne? Quarz, das hört sich ganz gut an. Das nehmen wir mal mit. Und jetzt greift er den wahrscheinlich an, oder? Ich wusste es! Ich wusste es einfach, dass er den angreift. Und jetzt kommen alle dazu. Jetzt kommen sie alle dazu. Okay. Jetzt kannst du wegrennen. Oder jetzt könnt ihr wegrennen, ne? So, die finden ja auch noch so eine Höllenfestung und rennen weiter, was das Zeug hält. Okay. No, und da sind einfach noch ein paar Blaze drin. Alter, okay, jetzt kommen die Blaze dazu, jetzt kommen die Wither-Skelette noch dazu. Von der anderen Seite kommen wieder Zombie-Pikmin dazu. Also die haben sich hier auf jeden Fall was eingebrockt, sagen wir es mal so. Okay, die gehen weiter, die rennen weiter. Und da ist ein Gast, okay. Da ist ein Gast. Jetzt die Frage, was machen die? Entweder die springen runter, sterben, oder die, ja, keine Ahnung, was die machen können. Die... Lol, die springen da drauf, oder? Alter. Und jetzt bin ich mal gespannt. Dieser Gast lässt sich jetzt natürlich nicht gefallen. Alter. Und jetzt... Lol. Mit der Angel rettet er den. Heftige Aktion. Und wenn er dran zieht, schießt er. Okay. Und das gleich von der anderen Seite. Und so können die den steuern. Das heißt, jetzt Jungs, jetzt habt ihr euch mit dem Falschen angelegt. Bam. 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 Alter. Geile Idee, ne? Wirklich eine geile Idee. Mich wundert es nur ein bisschen, dass die Blaze nicht zurück angreifen. Die können ja theoretisch auch Feuerbälle schießen. Zwar nicht explodierende Bälle, aber zumindest Feuerbälle. Lol, und jetzt springt der da drauf, oder was? Ach lol, der tötet den so. Was? Krass, okay. Heftige Idee. Und die holen sich, denke ich mal, wieder ihre Spitzhacken und machen jetzt hier weiter mit der Arbeit, ne? Oder? Die laufen so langsam. Warum laufen die so langsam? Quarz? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal weiter. So. Die wollen jetzt, glaube ich, wieder zurück. Oder, also, mir wird jetzt zumindest nichts einfallen. Die verabschieden sich jetzt wahrscheinlich nochmal so, Jungs, war schön mit euch. aber, die gehen jetzt hier rein. Ne, die gehen nicht rein. Warum gehen die nicht rein? Ah, lol! Die sehen noch einen violetten Kollegen. So, und die denken sich wahrscheinlich, hey, den kennen wir gar nicht. Von wo kommt der denn? Okay, die gehen jetzt runter. Und. Was machen die jetzt? Das ist die Frage aller Fragen. Die gehen rein.
Und was passiert beim nächsten Mal, Leute? Das ist die Frage, ne? Ja, gut. Ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, was in der nächsten Episode passiert, dann lasst jetzt an dieser Stelle ein Like da auf dieses Video. Lasst auch ein Abo da. Dann sehe ich das, dass ihr auch weitere Videos sehen wollt von den Strichmännchen-Videos. Und dann schauen wir uns die gemeinsam an, die nächste Episode. Also, Leute, liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren.